Herzlich willkommen bei Green Hell im Survival-Modus. Wir schlagen uns jetzt zusammen hier durch den Urwald. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Der Kompass, den wir dabei haben, der sagt uns auch so ungefähr gar nichts. Und deswegen marschieren wir erstmal los und gucken uns ein bisschen die Gegend an. Vielleicht finden wir ein lauschiges Lagerplätzchen wie dieses hier zum Beispiel. Das ist zwar kein richtiges Lagerplätzchen im eigentlichen Sinne, aber eine hübsche, ebene Blumenwiese. Da sollte man doch eigentlich was drauf bauen können. Na gut, wir gucken uns erstmal um. Und nicht vergessen, zwischendurch immer mal ein Stöckchen einsammeln. Oder ein Steinchen oder noch ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel... Nee, so nicht. Ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten hier noch mit den Tasten. Aber das kriegen wir im Laufe der Zeit schon hin. Diese wichtige Pflanze, von der ich gerade sprach, die möchte ich als allererstes am liebsten finden. Das ist nämlich die Mulineria, mit der man sich Verbände basteln kann. Weil ich nämlich glaube, dass wir uns über kurz oder lang hier verletzen werden. Und wenn sich so eine Verletzung entzündet, dann wird das ziemlich eklig. Und vielleicht sterben wir auch dran. Wer will das? Keiner. Also, Augen auf, Mulineria suchen. Und vielleicht schon mal zwischendurch eine Axt basteln, denn meine müden Augen haben eine Kokosnuss gesehen. Die möchte ich gerne haben. Ein bisschen Proviant muss ja auch sein. So, wir gucken mal auf die Uhr. Wie geht's uns denn noch? Geht's uns super? Kein Mangel an nix sozusagen. Es ist 9 Uhr. Wir haben noch Zeit. Der ganze Tag liegt noch vor uns. Und wir sind guter Dinge. Blöderweise habe ich den Hang, irgendwie immer alles aufzusammeln. Also hätte ich hier Taschen, die groß genug sind, würde ich wahrscheinlich mit 7 Millionen Steinen, Baumstämmen und weiß ich nicht noch was durch die Gegend rennen. Aber dann werden wir zu schwer. Insofern, das sollte man sich echt klemmen. Jetzt habe ich den gerade für eine Kokosnuss gehalten. Okay. Ich habe ja schon mal so ein bisschen vorgespielt, aber Orientierung ist bei mir echt gleich null. Mit dem Kompass komme ich auch irgendwie nur so bedingt zurecht. Aber ich glaube, das können wir mit der Zeit dann auch üben. Erstmal relaxed, ohne Ziel durch die Büsche. Das ist zwar ein Plan, der kein Plan ist, aber immerhin haben wir mal eine grobe Richtung. Nicht sterben und alles angucken. Ich hoffe nur, dass ich mich hier nicht wieder mal verzettel und so lange warte, bis es dann dunkel geworden ist und dann habe ich wieder keinen Lagerplatz und kein Nix sozusagen. Das ist immer so ein bisschen ungünstig bei dem ganzen Krabbelzeugs. Da hätte ich doch gerne so einen kleinen Unterstand zum Schlafen. Das Vogelnest nehmen wir auch mit. Ein kleines Bettchen, damit man sich gemütlich niederlassen kann. Und ein Lagerfeuer natürlich, ganz wichtig. Wo ich Lagerfeuer sage, da fällt mir ein. Wir sammeln auch mal zwischendurch ein paar Blätterhaufen. Die können dann unterwegs vor sich hin trocknen, damit wir das Lagerfeuer nachher anzünden können. Warum er hier immer so stöhnt, das habe ich auch noch nie rausgefunden.
keine Kondition, der Gute. Gut, Stöcker sammeln kann man natürlich auch einfacher machen. Wir kloppen jetzt hier mal den Stamm zu Brei. Und machen das ganze Gehölz mal klein. So. Ja. Und dann sind die Taschen ruckzuck voll, würde ich sagen. Zumindest mit Holz. So, soweit so gut. Oh, hier lacht mich ein Lagerplatz an. Und unbekannte Früchte, wenn das mal nicht sozusagen eine Einladung ist. Och, das sieht nett aus hier. Ich finde fürs erste Lager. Ja. Kein Ameisenhaufen nebenan. Ich glaube, das nehmen wir. Ja, lass uns mal eine Hütte bauen. Was man sowas nennt. Wir haben hier so ein Tagebuch, da stehen ja so ein paar Sachen drin. Hüttenunterstand, der ist doof, da kann man kein Lagerfeuer irgendwie reinbauen. Das heißt, das würde im Regen stehen. Nö, ungünstig. Wir nehmen mal den kleinen Unterstand. Da hat er eben hingepasst. So. Was brauchen wir denn? Holzscheit. War klar. Also gefühlt gehen die Werkzeuge hier so alle 5 Minuten kaputt. Ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung rein subjektiv ist, aber echt, echt fix. Das kann uns aber nicht schocken. Wir bauen alles dann eben neu. So, achso, was brauchen wir denn jetzt? Lange Stöcker, ne? Jo, langer Stock. Ich glaube, das könnte was werden hier mit dem. Jo, passt. Oh, da brauchst du aber eine Menge. 1, 2, 3, 4 Stück noch. Das Gute ist, wenn wir die Hütte fertig gebaut haben, können wir auch erstmal speichern. Das lässt uns das Spiel nämlich ansonsten nicht tun. Böses Spiel. Und dann fühlt sich der weltgewandte Spieler doch schon viel wohler. Wie ich bereits sagte. Oh, wir haben sowieso den falschen Stamm gekillt. Na, wurscht. Dann bauen wir nochmal eine kleine Axt eben fix. So. Ich schleppe jetzt die Holzscheite aber trotzdem zum Lagerplatz. Die können wir bestimmt nochmal gebrauchen. So. So. Da hat er noch einen hingeworfen, nämlich. Einer fehlt noch. Oder liegt da liegt doch noch einer. Alles da. So, jetzt. Ich glaube, die Seile reichen auch nicht so ganz. Mal gucken. Das ist ein bisschen doof, hier ranzukommen. Doch, langt. Jetzt brauchen wir Palmenblätter. Frisch vom Baum geerntet. Vom Palmenbaum? Nee, ist klar. Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob das realistisch ist, dass man wirklich nur 6 Palmblätter auf einmal tragen kann. Ich frage mich das ja immer wieder.
Ich meine, so schwer können die eigentlich nicht sein, oder? Was wiegt so ein Palmblatt? Na gut, bei meinem Dicky hier wundert mich gar nichts. Der stöhnt ja auch, wenn er mal die Axt gegen den Baum schlägt. Der kann eben nicht mehr tragen. So, ich glaube, so ganz reicht das noch nicht. Eine brauchen wir noch, ne? So, jetzt noch mehr lange Stöcker. Ja, na gut. Zwei Stück kriegen wir auch hin. Wir speichern. So, das erste Domizil ist fertig. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen Feuer. Feuer sollte eigentlich ziemlich fix gemacht sein. Stellen wir mal dahin. Kommt es nicht in Regen? Jo. Aber was zum Kuscheln wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, da gibt es im Moment auch nur eine Variante. Und zwar die hier. Oh. Ich knall die mal einfach davor. So. Obwohl jetzt die Holzscheite drunter liegen. Naja, kriegen wir die jemals wieder raus? Werden wir sehen. Wenn wir das Lager so grob fertig haben, dann sollten wir uns mal so ein bisschen auf Nahrungssuche machen, würde ich sagen. Wir gucken auch gleich mal, was die Werte machen. Ich könnte ja wetten, dass wir langsam mal Hunger kriegen. Verständlich, nach der ganzen Arbeit. So, hey ho. Die sammeln wir noch eben auf. Was liegt hier alles rum? Das ist ja ein Stückchen Paradies hier. Umso besser. Müssen wir nicht so weit laufen. So, davon hat er genug. Ja, und die auch. Das ist schön. So, okay, wir haben ein Bett. Wir haben Feuer. Wir brauchen noch was zum Anmachen. Und zwar sowas hier. Nennt sich Handbohrer und hilft beim Feuermachen. So. Einmal noch fix gespeichert und nach den Werten geguckt. Ja. Sieht eigentlich gut aus. Ich sehe aber, so ein bisschen durstig sind wir. Da würde ich mal sagen, hilft die Kokosnuss. Und zwar insofern, dass wir uns hier mal zwei kleine Regenwasser-Auffangschalen hinstellen. Ja, gut, so nicht. So vielleicht, so. Okay. Wenn es jetzt regnet, haben wir was zu süppeln. Ja, und dann würde ich sagen, auf geht's. Erstmal auf die Uhr gucken. Es ist kurz vor drei, das passt. Und Koordinaten sind 43, 24. Nicht, dass ich mir das merken könnte, aber es gibt mir das Gefühl, ich könnte unter Umständen hier wieder herfinden. Was höchstwahrscheinlich utopisch ist, aber... Ah. Ein Igel. Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ich habe ja eigentlich gerne Haustiere. Oh, aber nicht sowas. Nee. Echt nicht. Weg damit. Hm.
Hübsch. Hübsch, hübsch. Keinen blassen Schimmer, wo wir sind. So gar nicht. Macht aber nichts, ne? Wir werden schon irgendwas Spannendes finden, was uns beim Überleben weiterhilft. Hoffe ich jedenfalls. Wobei ich noch gerne mehr Kokosnüsse hätte. Das geht schlecht unter Laubbäumen. Und ich hätte außerdem wahnsinnig gerne diese Molly-Pflanze. Oh, ich rase hier schon wieder durchs Gebüsch. Vielleicht sollte man auch mal nach unten gucken. So Spinnen, Schlangen und so, ne? Aber wir sind da natürlich relativ unerschrocken. Weil wir voll die Peilung haben. Ich wollte das nur mal sagen, falls es nicht so wirkt. Und jetzt weiß ich spätestens jetzt, wenn ich nur einmal mich nach rechts oder links drehe, werde ich mich verlaufen. Ich gehe trotzdem weiter. Die Pflanze ist wichtig. Ey, sag mal, wird schon wieder dunkel oder kommt mir das so vor? Nicht wirklich, oder? Es ist 4 Uhr. Okay. Ja, also allzu weit wollte ich mich jetzt nicht wegbewegen. Wo geht's denn da hin? Na, sehr gut. Kokosnuss Nummer 2 ist unsere. Nehme ich, einstecken, weiter. Oh, ein Weg. Ich finde da nie wieder hin zurück. Ich muss rechtzeitig, bitte rechtzeitig wieder nach Hause, bevor es dunkel wird. Ach ja, hübsch gemacht. Hübsch gemacht. Wir gehen trotzdem zurück. Das gucken wir uns morgen alles an. Im Dunkeln möchte ich hier echt nicht rumirren. Wir laufen mal ein Stückchen. Und dann kamen wir jetzt von links, glaube ich. Glaubt einer? Ich weiß die Koordinaten nicht mehr. 43, irgendwas 20, sowas in der Richtung, ne? Also ungefähr stimmt das schon so grob geschätzt. Na, dich kann man doch bestimmt auch irgendwie verwenden. Du siehst mir so aus. Unbekannte Kräuter. Okay. Was man nicht kennt, kann man kennenlernen. Kräuter klingt doch erstmal irgendwie gut. So heilsam irgendwie. Oh Mann, wo kam ich denn her? Leichte Panik macht sich breit. Also wir haben hier irgendwie runtergeguckt, richtig? Da so von hier oben. Glaube ich. Hier, so, habe ich doch runtergeguckt, oder? Da. So. Ja, und dann kamen wir von... also so hier, dachte ich. Oh, da ist ein Termitenhügel. Vorsicht, sonst gibt es Ausschlag. Oh ne, oh ne, oh ne, ich hab den Jaguar gehört. Ach du, da geht doch irgendwas, das ist der doch bestimmt, oh ne. Oh super, und ich renne bei irgendwelchen Bienen durch. Und meilenweit weg von zu Hause.
Ja, so beginnen die Tage hier im Urwald. Ich fühle mich jetzt noch ausgesetzter als vorher und ich hatte mich eigentlich so auf mein Kuschelbettchen da oben gefreut. Da traue ich mich jetzt allerdings überhaupt nicht mehr hin. Obwohl ich gerade überlege, vielleicht können wir hier hoch und dann oben auf den Klippen. Aber da rannte doch jetzt dieser Jaguar, ich meine dieser, ja, was immer das ist, rannte doch da rum, oder? Oder von wo kamen wir? Da kommen wir auch gar nicht hoch, wa? Oh. Ein armer toter Papagei könnte uns noch was nützen. Ach Gott. Oh. Die Mollipflanze, wenn ich vorstellen darf. Sehr schön. Da bastle ich jetzt fix mal ein kleines Verbändchen oder mehrere. Wie geht das? Sammeln, herstellen, herstellen, ne? Sammeln ist, glaube ich, ungünstig. Da macht er, glaube ich, nur irgendwie Fasern draus. Am ersten Abend drei Verbände. Das ist, ja, das ist nicht schlecht. Allerdings haben wir jetzt gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Mein Dicky wird langsam müde. Es ist 20 vor 7 und eindeutig dämmert es. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich erschrocken, aber das ist nur so ein kleines Abendbrot, ne? Ah, ich habe noch keinen Speer. Ja, okay. Ich bin unschlüssig, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen gönne ich mir jetzt eine kleine Pause des Nachdenkens, des Sinnierens. Und wenn mir was eingefallen ist, wie wir diese missliche Lage hier wieder in Ordnung kriegen, dann werde ich mich melden mit Folge Nummer 2. Bis dahin und tschüss.